Freunde. Der Nacht. Ich habe neben mir, ja, ich habe neben mir einen der Nacht stehen, einen sehr, sehr großen Mann. Der ein oder andere kennt ihn schon. Ben Quatara aus Dubai. Quatara. Quatara. Quat. 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 Quatara. Gut so? Genau. Qua. Qua. Nicht qua. 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 Genau wie water, aber qua. Quatara. Genau. Hey. Das ist ein O-U-A. Indes in meinem Alter. So, also ich habe hier den, Ben, das wird ein lustiges Interview, ich sehe es schon. Ich habe hier den Ben und den Ben kenne ich jetzt schon letztes Jahr. Entscheidung letztes Erfolg. Letztes Jahr persönlich, davor schon über das genau, und so. Über Calvin. Genau, die über Legende bestand vorher schon. Genau, und der liebe Ben kommt aus Dubai, wohnt schon, wie lange in Dubai? 8 Jahre. 8 Jahre in Dubai. Macht zwischendurch auch mal ein bisschen Handgymnastik, wie man sehen kann. Ab und zu, genau. Und ist ein cooler Typ. Also ihr könnt ruhig mal googeln. Da werdet ihr ganz viele Sachen finden, denn der Mann ist eine sogenannte, wie nennt man das nochmal? So ein Mensch, der ganz viel kann. So richtig viel. Eine eierlegende Wollmilchsau, oder? Ah, ja. Ja, ja, ja. Genau. Also Ben kann viel. Ich habe schon mal ein Interview mit ihm gehabt und dann fängt er doch einfach mitten im Interview an zu rappen. Das kannst du, ne? Ja, das habe ich mir antrainiert. Was hast du eigentlich für Hobbys? Meine Hobbys? Eigentlich habe ich meine Hobbys zum Beruf gemacht, weil all das, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich irgendwie versucht, so auszuleben, dass ich es auf einem hohen Niveau habe. Mhm. Ja, das heißt erstmal Sport, aber im Sport versuche ich immer wieder neue Sachen. Ne? Deswegen ist so eins meiner Hobbys, wo ich jetzt habe ich jetzt wirklich angefangen, ein bisschen mehr mit Yoga oder dass ich jetzt wirklich sage, okay, mit Calisthenics, dass ich sogar im Fitnessbereich ich immer wieder andere Sachen ausprobiere. Weißt du, was ich spannend finde gerade? Jetzt habe ich gerade ein Bild im Kopf. Und zwar? Ben und Yoga. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Ich bin sehr gut darin sogar. Ja, das glaube ich schon, aber ja. Du hast gehört, dass man dadurch potenter wird wahrscheinlich, gell? Stimmt oder? Das? Ja, ja, das stimmt schon. Wahrscheinlich bin ich deswegen, also ich mache schon lange Stretching und so. Aber, ne, okay, aber, Mädels, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Ne, aber es ist keine Legende, das ist die Wahrheit. Nee, ich nehme mir das gerade so, weißt du, normalerweise hat man ja so ein Bild im Kopf, wenn man an Yoga denkt. Ja, genau. Dann stellt man sich alles vor, aber kein Ben. Ja, genau, deswegen. Aber es sieht bestimmt spannend aus und in den machst du Yogakurse mit oder machst du selber eigenes Yoga? Ich mache mit. Du machst mit? Genau, also ich mag das wirklich, wenn ich etwas Neues starte, immer in einem Umfeld von Leuten, die das schon machen, die gut sind. Und das zieht dich mit bis zu einem Punkt, wo du das dann eigenständig machen kannst. Bist du der einzige Mann in dem Raum dann? Nein. Aber weniger Männer? Ja, genau. So 20%. 20% Männer. Genau. Die sehen aber alle nicht so aus wie du wahrscheinlich. Nein. Ja, also cool. Es ist schon so, ne, und also teilweise bin ich auch flexibler als die meisten, die da sind, weil ich habe Gymnastik gemacht, als ich so 5 Jahre alt war, 6 Jahre alt, und es gibt bestimmte Sachen, die verlernt man einfach nicht, ne? Und Handstand kann ich immer noch, obwohl, auch wenn ich das 10 Jahre nicht mache und so weiter, das heißt so, ne, ich kann mit meinem Knie, mit meiner Stirn berühren und so weiter, auch unaufgewärmt. Wow. Und das sind so Sachen, die man... Ich habe euch gesagt, eierlegende Wollmilchsau. Ja, genau. Das aber ist das unglaublich, ist so was der Mann alles kann. Und ich mag es einfach wirklich kreativ zu arbeiten. So, deswegen, ich habe vor 20 Jahren, glaube ich, angefangen. Oder wann war das ungefähr? Ja, vor 20 Jahren ungefähr. Mit Rap, Gedichte und dann wirklich das so perfektioniert mit der Zeit. So, und dann einfach, das ist eine Form der Kommunikation, die ich habe. Mit Menschen kommunizieren über den menschlichen Verstand. Mhm. Ne? Sehr viel lesen, lernen, Psychologie, das sind Sachen, die mich schon immer interessiert haben und das ist wirklich das, was ich jetzt wirklich mache. Ich bin ein Coach für Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, sondern das ist aber etwas, das habe ich so über die letzten 15 Jahre für mich selber gelernt und studiert. Das heißt, es war ein Hobby, ich habe das in meiner Freizeit gemacht und das aber auch integriert. Das heißt, ich rede in meinen Rap-Songs über dieselben Sachen, über die ich auf der Bühne spreche und ich baue das ein, ich mache auch Songs über Fitness und das heißt, alles ist irgendwie so eins. So, ne? Und deswegen ist es etwas, wo viele Leute oft denken, ja, du bist talentiert oder ja, du bist einfach begabt in etwas, aber das ist so, ich spreche 5 Sprachen. So, aber jede einzelne Sprache habe ich doch einzeln gelernt und ich bin auf diese Welt gekommen, ohne eine Sprache zu sprechen. Das ist ein Prozess und ich denke, dass halt alles, so wie zum Beispiel ein Gefühl für seinen Körper zu haben, ist eine gewisse Sprache. Mhm. Ne? Musikalisch zum Beispiel zu sein, ist eine gewisse Sprache. Mhm. Rhythmus zu haben, ist eine Sprache. Kommunizieren mit Menschen ist eine Sprache. Weißt, und man kann ist, diese Sprachen lernen. Weißt du, was geil ist? Du hast gerade schon wieder gerappt. Habe ich? Das war fast schon wieder ein Rap. Das ist so geil. Das ist so geil, euch zu tun, dass du dir, was macht er da jetzt gerade? Du sprichst 5 Sprachen. Ja. Nee, auf. So. Echt? Was sprichst du alles? Französisch, Englisch, Holländisch, Deutsch, Spanisch. Holländisch? Ja, ich habe in Holland studiert für 4 Jahre. Ach du Scheiße. Ich brauche ein bisschen Niederlands. Ich habe in Maastricht studiert. Wie geil ist das? Ich kam hier in Holland, ich war früher immer im Urlaub in Holland. Und da war
da haben wir uns immer köstlich avisiert, ist gesloten. Ja, ist gesloten. Unglaublich, was er alles kann. Ich habe es euch gesagt, das ist unglaublich. Das Ding ist, noch die Holländer, viel mehr Dinge, was der alles, die verniedlichen immer alles, muss ich aber sagen. Das erste Mal, wo ich das gehört habe, dann habe ich fast einen Streit gehabt mit jemandem. Aber die machen ja immer so tsch am Ende von Sachen. Mhm. Ne? Die sagen, in Zigarettsche. Ja, und dann kam irgendwann jemand an und er sagt dann so, oh, ihr bent ein Negertje. Ich so, hä, was? Ein Negertje. Ein Negertje. Ich so, ein Negerlein. Ich so, was ist das denn? So, ne, aber die verniedlichen alles. Ich so, aber das kann man nicht verniedlichen. Nein, aber naja, geht nicht. Das war ein Exkurs dazu. So geil. Du hast viele Hobbys. Hm. Du hast gerade gesagt, was du tust. Damit verdienst du deinen Unterhalt. Ja. Hast du eine ganz, ganz, ganz große Leidenschaft, wo du sagst, das ist die Nummer eins? Lernen? Okay. Also, das ist ja das Ding, das ist diese eine Leidenschaft, wo ich jetzt wirklich sage, das ist so eine Tätigkeit oder so, das, was ein Format hat, das habe ich so nicht. Mhm. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass über die letzten Jahre, wenn ich mir das wirklich so angucke, dass ich immer wieder Situationen suche, wo ich aus mir selbst rauswachsen kann und wo ich etwas lernen kann. Mhm. Sondern das hat wirklich dieses außerhalb der Komfortzone lernen und das nimmt verschiedene Formen an. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es immer Lernen. Mhm. So, ich liebe es, es ist wirklich so eine Sache, wo ich mich selber disziplinieren musste, weil genau wie das Ding, wo ich meinte, 5 Sprachen lernen, du lernst eine nach der anderen. Ja, und wenn du 10 Sachen lernen willst, ist oft dieses Problem, dieses, okay, was werde ich jetzt erstmal nicht lernen? Ja, okay. Okay, welche Sprache lerne ich als erstes? Okay. Sondern dieses Ding, dass ich mir wirklich einen Kalender habe mit bestimmten Sachen, wo ich reingehe. Ganz besonders, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Fächer mit Psychologie, Verhaltenspsychologie, ich möchte mich beschäftigen zum Beispiel mit Pädagogik, mit Kindern. Und es gibt so viele Bereiche, wo ich genau weiß, die nächsten 30 Jahre, egal wie viel du weißt, du kannst immer tiefer reingehen. Ich meine, es ist beim Körper genau das Gleiche. Das würde ich sagen, okay, die Muskeln, aber gleichzeitig Ernährung und dann hast du Vitamine, Hormone, du hast ja so viele Sachen. Und du kannst sagen, ich will alles auf einmal, aber okay, womit fängst du an und wo gehst du rein? Und dann spezialisierst du dich daran und dann, es hört nie auf. Und deswegen nenne ich mich selbst ein Schüler des Lebens. Ich lerne von Leben, lebe und lerne. Und das ist wirklich für mich so die Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Okay. Das ist das Schlimmste für mich, zu sagen, ich bin an einem Punkt, ich bin erwachsen und das heißt, ich kann nicht mehr wachsen. Und ich sehe mich selbst wie ein Kind. Und Kinder sind auch so, die gehen durch die Welt, alles ist interessant. Ah, und ich kann von jedem etwas lernen und ich kann mich verändern, weil ich noch nicht vollendet. So, und so sehe ich mich selber wie so ein Prozess, wie ein Kunstwerk, was nie zu Ende gemalt ist und immer weiter mal. Und somit auch immer wieder neue Sachen entdecken, weil du bist ja nur so frei wie die Option, die du kennst. Und wenn ich jetzt sage, okay, meine Leidenschaft ist das zum Beispiel, dann begrenze ich mich selbst. Mhm. Deswegen versuche ich immer, ich habe zum Beispiel jetzt angefangen mit Trommeln. Okay. Ich habe das gesehen, ich habe das online gesehen, irgendwie so einen Bericht in Dubai. Dann haben die irgendwie so einen Verein, wo die so Trommeln lernen, so afrikanische Trommeln. Mhm. Fand ich auch cool, ich komme aus der Elfenbeinküste, so, ne? So eine Bindung dazu. Und was die machen ist, die gehen dann so einmal im Monat in die Wüste, im Dunkeln, so ne, bei Nacht, unter den Sternen und trommeln dann in der Wüste mit Lagerfeuer und nicht so, na, geiles Ding, so, ne? Ich will das erleben und ich will aber auch Teil davon sein. Ich probiere das mal. So, dann gehst du rein, natürlich habe ich mir gedacht, ich habe Rhythmus im Blut, das wird easy, okay, war nicht so einfach, wie ich dachte. So, ne? Und das ist jetzt wieder ein Prozess, das ist wieder etwas, was ich lernen kann und vielleicht wird mir das richtig Spaß machen. Vielleicht merke ich, okay, ist nicht so das Richtige und ich lerne irgendwann was anderes. Und das ist das Geile bei mir ist, ich liebe wirklich Sachen zu entdecken, auszuprobieren, die ich noch nie so gemacht habe, aber mir die Zeit geben, mich darin zu finden. Okay. Weil Leute sagen oft, ich suche mich, dann sehen sie etwas, bevor sie es probieren, ah, das ist nichts für mich. Woher weißt du das? Ja, klar, erstmal probieren. Genau. Krass, hast du eigentlich auch mal zwischendurch Phasen, wo du nichts denkst? Kannst du das? Ja. Kriegst du hin? Ja. Meditierst du? Ja. Ah, da müssen wir drüber reden, weil du bist ja auch ein Mensch, der ja, viel denkt, viel Neues erschafft. Wie wichtig findest du, dass man sein Gehirn zwischendurch auch mal eine Auszeit gönnt? Sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich ein, ich würde sagen, fast schon Geheimnis, weil viele Leute sagen, sie wissen es und sie machen es nicht, also ist es so, wie es, als wäre es ein Geheimnis. Ja. Ne, weil sie es nicht wirklich nutzen. Wenn sie wirklich wüssten, ist es genau wie eine Pause beim Sport. Ja, wenn du deinen Körper die ganze Zeit unter Spannung hältst, wie viel Power hast du dann? Ja. Versuch mal eine Hantel eine Stunde zu halten und gucken, wie lange du das erstmal schaffst und dann, was du direkt danach kannst. Weißt du, was geil ist? Das ist unglaublich bei ihm. Wir haben zwischendurch ein gleiches Wording. Okay. Ich denke, kennen wir uns schon so lange? Das gleiche, exakt das gleiche Wording. Das ist so geil. Ja, das sind so diese... Ich habe das Beispiel im Bizeps, das erzähle ich den Leuten immer. Ich habe gesagt, du kannst dein Gehirn nicht laufend unter Strom laufen lassen, ihm keine Ruhe gönnen. Mit dem Bizeps machst du das auch nicht. Mhm. Auch der braucht mal zwischendurch Ruhe. Ja. Und ich glaube, da hat auch zwischenzeitlich ein großer Anteil der Bevölkerung ganz großen Bedarf.
Ja, und es ist nicht, also in vielen Kulturen ist es einfach nicht mit drin. Mhm. Das ist die Sache. Ich habe zum Beispiel in Dubai, gibt sehr viele Leute aus Indien zum Beispiel, und die sagen mir, ja, ich habe Meditation, seitdem ich ein Kind, das haben wir in der Schule gelernt, das ist normal. Ist normal. Zu. So, ne? So, ich weiß nicht, warum Leute jetzt so viel darüber reden, sondern das ist halt wirklich dieses Ding, dass es nicht Teil der Kultur ist und dann eine Kultur, die wirklich sehr stark im Denken, in Ego, in Probleme lösen durch Nachdenken und die ganze Zeit im Kopf sein und abgelenkt sein auch vor allen Dingen. Ja. Die meisten Leute haben gar keine Zeit, über ihr eigenes Leben nachzudenken. Das heißt, das eine Ding, zum Beispiel, ich mache eine Sache regelmäßig. Ich hab jeden Tag jede Woche einen Tag, an dem ich nicht arbeite, wo ich was komplett anderes mache. So, ne? Aber ich habe auch einen Tag im Monat, wo ich komplett in Kommunikation nach draußen cutte. Ich buche ein Hotel, ich gehe ganz allein dahin. Keiner weiß, wo ich bin. Ich habe mein Handy nicht an. Keiner kann mich erreichen. Wow. Ich gucke keine Videos. Ich höre keine Musik. Ich lese kein Buch, weil es ist ja auch sich beschäftigen. Ist auch wieder Beschäftigung. Aber ich schreibe. Das heißt, manchmal sitze ich Stunden. Ich bin entweder im Pool oder ich bin am Strand oder ich bin im Zimmer oder ich chill. Sport mache ich zum Beispiel auch, aber ohne Musik. Ja, dass ich wirklich mit mir, dass 24 Stunden alleine bin mit mir selbst. Und manchmal habe ich Gedanken in meinem Kopf und ich schreibe sie auf, aber dann bleibe ich da. Und denk an nichts. Oder manchmal stelle ich mir Fragen. Und dann werden mir so viele Sachen klar und du kannst Sachen bearbeiten. Und es ist nicht so, dass du da sitzt und ein Brainstorm machst und überlegst, wie löse ich dieses Problem. Kein Druck ausmachen, kein einfach fließen lassen. Einfach da sein. Yeah, okay. So, und das regelmäßig machen. Weil wie sehr viele Menschen, erwachsene Menschen, wenn ich die frage, wann hast du das letzte Mal 24 Stunden nichts gemacht und du warst nicht krank und warst im Bett oder warst in einem Flugzeug für 10 Stunden und so weiter, sondern bewusst an einem Ort. Manche Leute können sagen, die letzten 30 Jahre habe ich das nicht ein einziges Mal gemacht. Yeah. Das ist halt so, dass man sagt, Meditation kannst du einbauen in deinem Tag, aber so wirklich das mal so kreieren. Meistens ist es so, dass okay, vielleicht jemand, der in einer Einzelzelle im Gefängnis ist, so. Muss. Aber dann ist es ja gezwungen. Ja, ja, dann macht das eine Frage. Leute haben das Gefühl, so, es ist wie ein Gefängnis. Leute, wird langweilig, oh, was soll ich dann machen? Und Leute wollen nicht mit sich alleine sein. Aber wenn du dich mit dir selbst beschäftigst und dann diese Probleme, die da sind, auch wirklich für dich auflöst, dann wirst du auch merken, dass so viele Sachen, die du da draußen suchst, nur da sind, um dich abzulenken von dir selbst. Richtig, ja. Und wenn du dich damit beschäftigst, gibt es viele Sachen da draußen, die du nicht mehr brauchst. Und dann befreist du dich auch selbst. So, und das ist halt so wichtig in diesen Pausen, dass du wirklich nicht nur regenerierst und eine Pause gönnst vom Denken, ne, weil das ist ja beim Muskel so, dass du einfach nur diese Energie dann wieder auffüllst, aber wirklich auch für dich Sachen auflösen kannst. Und je mehr Sachen, Techniken du dann auch lernst für dich selbst, desto besser kannst du das auch machen. Aber ich denke, das ist eine der wichtigsten Sachen und das ist etwas, was ich auch in meinen Kalender eintragen muss, weil sonst kommt dein Ego, aber jetzt diese Woche habe ich keine Zeit und ich habe dieses wichtige Projekt, komm, ich mache das nächsten Monat und boom, und ist wieder ein Jahr vergangen. Freunde, es könnte stundenlang so weitergehen, weil einfach sehr wertvoll, für mich war jetzt ein Learning dabei, das war gerade das, was du gesagt hast, sich auch mal alle 4 Wochen einen Tag lang komplett ausklinken. Das habe ich noch nicht gemacht, das war für mich das Learning, mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Und somit seht ihr müsst euch nur mit den richtigen Leuten unterhalten und dann bekommt ihr eine Idee. Und jetzt ist wichtig, was das Wichtigste ist, ins Umsetzen kommen. Das heißt, die nächsten 72 Stunden sollte ich mir in meinem Kalender eintragen, wann ich diesen Tag habe. Genau das. Lieber Ben. Andreas. Das war nicht vorbereitet, einfach mal so aus dem Bauch raus. Super wertvolle Infos. Ich hoffe, für euch auch was dabei. Ihr müsst unten nur in den Shownotes einmal draufklicken. Dann landet ihr bei Ben. Ben ist ein mega Mentalcoach. Also wenn ihr da Bedarf habt, dann kann ich ihn von Herzen empfehlen. Freunde. Danke, Andreas. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis dahin.